Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video soll es wieder voll und ganz um die Zahlenfragen gehen. Und zwar haben wir ja euch in dem letzten Video mal gefragt, zu welchem Video ihr Fragen haben möchtet. Und das Video mit den meisten Daumen hoch lautete, ihr wolltet noch mehr von diesen Zahlenfragen hören. Und deswegen machen wir heute ein paar Zahlenfragen. Ich lasse die Fragen wieder vorlesen, so gut wie es geht. Ich habe leider wieder nur das Handy zur Hand, aber ich hoffe, das mit dem Ton geht einigermaßen. Und dann erkläre ich wieder was dazu und sage euch dann die richtige Antwort. Wie weit muss man beim Parken außerorts vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben? Das ist eine gute Frage. Im letzten Video hatten wir ja schon innerorts. Also hier kommt es auf innerorts und außerorts an. Und wer das noch weiß, innerorts waren es ja 5 Meter und außerorts sind es 50 Meter. Ja gut, wenn es nicht geht, dann lese ich es halt vor. Sie fahren auf einer sehr, das ist sehr, sehr wichtig, Sie fahren auf einer sehr schmalen Straße und haben 50 Meter Sichtweite. Wie lang darf Ihr Anhalteweg höchstens sein? Hier musst du aufpassen, hier liegt die Betonung auf schmaler Straße. Das bedeutet, also bei einer schmalen Straße musst du dir vorstellen, die Straße ist so breit, dass nur ein Fahrzeug hindurchkommt. Also sprich, der Gegenverkehr könnte nicht ungehindert an dir vorbeifahren. Einer von euch beiden müsste wahrscheinlich stehen bleiben und irgendwie ausweichen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn darauf kommt es dann jetzt gleich hier an. So, wie lang darf der Anhalteweg höchstens sein? Und jetzt ist es so, dass wenn zwei Fahrzeuge aufeinander fahren und keiner von beiden aneinander vorbeifahren kann, das heißt, es würde unter Umständen krachen, dann müssen ja beide voreinander noch anhalten können. Und da wir nur 50 Meter Sichtweite haben, darf der Anhalteweg maximal 25 Meter betragen, denn beide Fahrzeuge müssen ja innerhalb der 50 Meter Sichtweite noch zum Stehen kommen. So, ich versuche nochmal vorlesen zu lassen. Nee, klappt nicht. So, wie schnell dürfen Sie mit einem LKW, du darfst ja mit der Klasse B auch LKW fahren, wie schnell dürfen Sie mit einem LKW mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3 Tonnen mit Anhänger auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften fahren? Also ganz kurz zum Übersetzen, wie schnell darfst du mit deinem, sagen wir mal, Transporter oder Pickup mit Anhänger auf einer Landstraße fahren? Und das ist total einfach, da gibt es ein paar Sachen, die sollen dich da verwirren, zum Beispiel LKW und Gesamtmasse und ja, das brauchst du alles nicht. Du weißt, Anhänger und außerorts, da darfst du nur 80 km/h schnell damit fahren. Also Anhänger ist immer 80. Egal, ob da jetzt Autobahn steht oder 2,8 Tonnen oder 3 Tonnen oder 3,5 Tonnen. Anhänger ist gleich maximal 80 Stundenkilometer schnell. So, Frage 4. Wie schnell dürfen Sie mit einem PKW und einem Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens fahren? Jetzt ist es ein PKW und kein LKW, aber das ist vollkommen egal. Wir sehen wieder hier Anhänger und dementsprechend dürfen wir mit dem Anhänger maximal 80 km/h schnell fahren. So, Frage 5. Welchen Mindestabstand von einer Ampel muss ein Fahrzeug einhalten, wenn diese durch das Fahrzeug verdeckt würde? Also stell dir vor, du fährst mit deinem Transporter, mit deinem Sprinter oder mit deinem Wohnmobil, was du ja auch fahren darfst, bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen. Und du parkst zum Beispiel vor einer Ampel. Und jetzt ist diese Ampel durch dein großes Fahrzeug verdeckt. Das heißt, dass die anderen Fahrzeuge, also die anderen Leute, die Ampel eventuell nicht sehen können. Und wenn dein Fahrzeug die Ampel verdecken würde, dann musst du mindestens 10 Meter Abstand zu dieser Ampel einhalten. Wenn du natürlich ein flaches Fahrzeug hast, dann, und die Ampel nicht verdecken würdest, dann gilt diese Regel nicht. Aber hier steht, wenn ein Fahrzeug die Ampel verdecken würde. So, Frage 6. Wie schnell dürfen Sie mit einem PKW außerhalb geschlossener Ortschaften mit einem Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren? Auch wieder ziemlich verwirrend, aber im Prinzip ganz einfach. PKW, also das Ding, was du halt, ja, für was du den Führerschein machst,
außerhalb geschlossener Ortschaften, ganz einfach 100 auf Straßen mit einem Fahrstreifen für jede Richtung, das ist 100 km/h. Es gibt noch eine Ausnahme, zum Beispiel auf Kraftfahrstraßen, wenn du zwei Fahrstreifen für jede Richtung hast oder eine bauliche Trennung, dann darf auch schneller gefahren werden, beziehungsweise dann gilt die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h, aber das ist einfach eine ganz normale Landstraße, dementsprechend 100 Stundenkilometer schnell. Frage 7, welches Verkehrszeichen bezieht sich auf die zulässige Gesamtmasse? So, wir haben jetzt hier zwei Verkehrszeichen und der Unterschied ist, das T für Tonnen steht einmal im Verkehrszeichen links bei der 1 und einmal im Zusatzzeichen bei der Ziffer 2. Und das T steht natürlich für Tonnen, aber du kannst dir merken, wenn das T im Verkehrszeichen drin steht, wie bei der 1, dann ist damit die tatsächliche Masse gemeint. Und wenn das T für Tonnen nicht im Verkehrszeichen steht, sondern wie hier im Zusatzzeichen, dann ist die zulässige Gesamtmasse gemeint. Und hier ist ja die Frage der zulässigen Gesamtmasse. Also das ist das zweite Verkehrszeichen, also tippen wir hier die 2 ein. So, Frage 8. Sie fahren 50 Stundenkilometer und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Bremsweg nach der Faustformel? Auch wichtig, bei einer normalen Bremsung. Es kann ja auch gefragt werden, der Bremsweg bei einer Gefahrenbremsung. Und bei einer normalen Bremsung nehmen wir die gefahrene Geschwindigkeit, also sprich 50, teilen sie durch 10, also 5. Und das Ganze machen wir nochmal. Geschwindigkeit geteilt durch 10. Mal Geschwindigkeit geteilt durch 10, also 5 mal 5, das sind 25 Meter und das ist der Bremsweg bei einer normalen Bremsung. Und würde hier gefragt werden, berechnen Sie den Bremsweg bei einer Gefahrenbremsung? Also sprich, ein Kind springt zum Beispiel auf die Straße und du haust da voll auf die Bremse und Kupplung drauf, dann teilst du diese 25 nochmal durch 2 und dann wäre zum Beispiel 12,5 Meter die richtige Antwort bei einer Gefahrenbremsung. Und hier ist es aber eine normale Bremsung. Also Sie aufpassen. fahren fünf. Ja, genau. Jetzt liest es vor. Super. Vielleicht liest es jetzt auch vor. Na gut. Jetzt fahren wir 100 km/h, haben eine Sekunde Reaktionszeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel? Genau, Reaktionsweg ist ja die gefahrene Geschwindigkeit geteilt durch 3, Entschuldigung, geteilt durch 10 mal 3, also die 100 geteilt durch 10 sind 10 und dann mal 3 wären 30 und in dieser einen Sekunde legen wir 30 Meter zurück. Das ist die Faustformel für den Reaktionsweg. So, welches Verkehrszeichen bezieht sich auf die tatsächliche Masse? Das müsstest du jetzt wissen. Das T für Tonnen im Verkehrszeichen, tatsächliche Masse, also Nummer 1. Frage 11. Sie fahren 100 Stundenkilometer und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Bremsweg nach der Faustformel? Also wieder die Formel für den normalen Bremsweg. Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal Geschwindigkeit geteilt durch 10. Also kurz zum Ausrechnen, 100 geteilt durch 10 ist 10 und dann nochmal mal 100 geteilt durch 10 ist auch 10. Also sprich 100 Meter bei einer normalen Bremsung. Gefahrenbremsung wäre dann 50 Meter. Frage 12. Wie viele Anhänger dürfen Sie hinter einem LKW der Klasse B mitführen? In dem letzten Video hatten wir, glaube ich, PKW der Klasse B. Und es ist sowohl als auch ein Anhänger. Frage 13. Welche Richtgeschwindigkeit gilt für Pkw und Motorräder auf deutschen, auf Autobahnen? Und das sind 130 km/h. Habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Bei den Kraftfahrstraßen mit zwei Fahrstreifen für jede Richtung, da gilt dann auch diese Richtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometer. Frage 14. Bis zu welcher Höhe darf Ladung nicht nach vorne über das Fahrzeug herausragen? Das sind 2,50 Meter. Und zwar kannst du dir das so merken,
Stell dir mal vor, du hast jetzt zum Beispiel eine Riesenleiter auf deinem Auto drauf. Und so eine ganz, ganz große Person, die würde sich ja den Kopf stoßen, wenn du da zufälligerweise zu nah an die dran fahren würdest. Also zum Beispiel 2 Meter, es gibt ja Personen, die sind 2 Meter groß. 2 Meter wäre zu tief, damit würdest du ja die Person treffen. Und so die nächsthöhere Einheit, die man sich so einigermaßen merken kann, wäre 2,50 Meter. Und ja, da sind halt 2,50 Meter die richtige Antwort. So, Frage 15. Wie weit vor und hinter einem Haltestellenschild dürfen Sie nicht parken? Ein Haltestellenschild, damit ist die Bushaltestelle gemeint. Und ein Bus kann natürlich verschieden groß sein, aber der muss ja einen gewissen Platz haben, um in diese Bushaltestelle Bucht einfahren zu können, die Personen ein- und aussteigen zu lassen und dann wieder rausfahren zu können. Und das sind ja, und das sind 15 Meter. Also sprich insgesamt dann 30 Meter, ja, vor und hinter der Haltestelle jeweils 15, insgesamt sind es dann 30. Wie schnell darf ein Kraftfahrzeug mit Schneeketten höchstens fahren? Das kannst du dir merken, wie innerhalb geschlossener Ortschaften, einfach 50 km/h schnell. Schneeketten ist gleich 50. Frage 17. Sie fahren 50 km/h, haben 1 Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Anhalteweg nach der Faustformel? So, in den letzten Fragen haben wir ja die Reaktionszeit und den Bremsweg bzw. Reaktionsweg und Bremsweg gehabt. Und jetzt ist die Frage nach dem Anhalteweg. Das ist die dritte Formel. Und die setzt sich einfach aus Reaktionsweg und Bremsweg zusammen. Also sprich 50 km/h, der Reaktionsweg wäre nochmal 50 geteilt durch 10 mal 3, also 15. Und die Formel für den Bremsweg war ja 50 geteilt durch 10 mal 50 geteilt durch 10, also 25. Und 25 plus die 15 ergibt dann unser Anhalteweg. 25 und 15. Moment mal. Da musst du auch aufpassen in der Prüfung, dass du da nicht aus Versehen eine Frage überspringst. So. Dann, welche Profiltiefe müssen alle Reifen Ihres Fahrzeugs im Hauptprofil mindestens aufweisen. Das sind 1,6 mm und auch hier musst du wieder ein Komma setzen. 1,6 habe ich mir damals so gemerkt, dass also ich habe meinen Führerschein damals mit 18 gemacht und der 16. Geburtstag war zum Beispiel der Geburtstag, der für mich zu dem Zeitpunkt am wichtigsten war, ja, also mit ausgenommen dem 18. Und so habe ich mir die 1,6 gemerkt, aber vielleicht hast du ja irgendwie, was weiß ich, 16 Follower auf Instagram oder so, oder hast eine 16 in deiner Handynummer oder wohnst in der Hausnummer 16 und so kann man sich das vielleicht irgendwie merken. Also mindestens 1,6 Millimeter. Gut, das waren, ne, eine Frage haben wir noch. Ach Mist, ich habe eine falsch beantwortet. Warum habe ich eine falsch beantwortet? 50, 15, 40. Ja, okay. Damit haben wir alle Fragen, die du in der theoretischen Prüfung zum Thema Zahlen bekommen könntest, gemacht. Das wären sogar nur 35. Wichtig ist, wie gesagt, die Formeln. Davon gibt es, also im Prinzip gibt es 3 Formeln, aber es werden 5 gefragt und wie man die restlichen beiden ausrechnet, das habe ich dann auch nochmal in meinem Videokurs erklärt. Link dazu findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Und genau, schreib einfach wieder unter dem Video in die Kommentare, zu welchem Thema du noch ein Video haben möchtest. Und dann das Video mit den meisten Daumen nach oben. Dazu mache ich dann wieder ein neues Video.
Gut, dann bis zum nächsten Mal.